Wir sind Pegasus Product. Wir machen auf der Messe Bespoke Hagebuttentee. Das kriegt man in einer Tasse bei der Stand Nothelfer oder als auch bei der Stand Sommerfrische Kunst. Hier sieht man unser Schränkchen, wo man die Tassen in so eine Helix umwimmeln sieht. Und da ist gedruckte Birdcages, aber so als eine sehr positive Sache. Das ist so der Name für unsere Installation dieses Jahr. Ja, und wir stellen jetzt auf der Messe das erste Mal unseren Hagebuttentee mit dem Namen Cache d'Oiseau vor. Und den kann man hier so eine Tasse sich kaufen und rüberkommen zum anderen Stand, wo wir so eine Teeküche haben und dann diese verschiedenen Blends und Flavors verköstigen. Und ja. Und dann könnt ihr ja auch vorbei, also dann könnt ihr da rüber vorbeikommen. Und ja. Ja, genau. Jetzt also, im Andreh. Gut. Ja, ist gut. Ja, das wird spannend. Dieses Jahr, da tragen Leute hoffentlich dann diese so Teetassen mit sich rum. Nachdem wir letztes Jahr die Packerl mit sich rumgetragen haben, die Päckchen, die wir hatten. Das ist ja gut, dass es gleich nebeneinander gelegen ist. Echt einfach ein Steinwurf über die Messegelände. Ah, das sind wir. Sehr gut. Okay. Wir werden so verfolgt, dann machen wir diesen zweiten Teil jetzt hier. Okay. Mach ich so. Erst einmal. Also bitte, willkommen. Vorhang geht zur Seite. Sind man wirklich hier in sehr engen Raum, the back room, wo man halt der Bespoke Hagebuttentee bekommen kann, aus klarstem Mineralwasser aus Bad Gastein, heiße Quelle aus Bad Gastein, bisschen mit Radon versetzt, ist natürlich ein bisschen sozusagen der Habierungszeit ist jetzt ganz zu Ende, weil wir halt durch Deutschland gefahren hat, ja, ja. Genau. Und dann haben wir hier unterschiedliche Remödien und Röstungen. Und die werden dann wieder hier nochmal getoastet und geblendet, also und gegrindet. Dann halt auf unterschiedlichen Arten und Weise gibt es auch Cold Brew. Kann man so in die Tasse dann bekommen. Das ist halt richtig gut für die Messe, dass man so in dieser trockenen Hallenluft, was für den kratzigen Hals hat und die strapazierten Nasenschleimhäute. Ja. Ja, dann vielleicht machen wir einfach einmal. Ja, mach das. Super. So. Genau. Ich würde mal sagen, wir nehmen hier so eine dänische Variante. Sehr gut. Das ist so eine bisschen kugelförmigere Frucht. Wir haben zwei verschiedene, eine ovalere und eine kugelförmigere. Und ich röste die eigentlich ganz gern immer noch mal. So, hier kannst du auch mal schauen. So. Dann ist das die so. Geschmäcker sich entwickeln ein bisschen und man kriegt dann den ganzen Fumes zu merken. Das ist wirklich so bespoke. Man riecht eigentlich, wollen gerne Leute ein warmes Erlebnis geben. Ah ja. Die so sauren und zitronigen Noten, die kommen wirklich da richtig gut raus. Die Süße das, riecht man dann auch mehr. Ja. Ja. Die Zitrone des Nordens. So, hier muss ich ein bisschen Wasser nachfüllen.
während das hier kocht, kann ich schon mal das hier in den Blender geben. Das Gute ist, wenn man das jetzt so hackt, dann ist das fast wie so ein Instant-Tee. Man muss ja nicht so lange ziehen. Oh, danke. Dann, das reicht eigentlich schon so für einen Serving. Machst du gleich eine für die Andrea auch? Ja. Ich kann zwei machen, ja, klar. So, jetzt passiert die Magie. So. Sieht natürlich kurz ein bisschen, aber im Grunde genommen ist die so fertig. Richtig gut hingesplasht. Ja, und dann sagen wir nur noch, wir danken den Spheroiden. Ja, wir bedanken den Spheroiden, dass sie uns geholfen hat zu dieses schöne Ergebnis. Freuen uns, wenn die Leute vorbeikommen und einen Hagebuttentee genießen bei uns.